Ich bin eigentlich schon seit 35 Jahren hier. Ich bin eigentlich schon ein richtiger Bayer eigentlich schon. Für manche war es schon lange klar, haben nun den Schritt zur deutschen Staatsbürgerschaft vollzogen und sind gerne zum ersten Neubürgerempfang der bayerischen Staatsregierung in die Münchner Residenz gekommen. 13.000 Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Ausland ursprünglich kamen, sind im vergangenen Jahr eingebürgert worden. Das heißt, sie haben die Sprache gelernt, sie haben unser Land kennengelernt, sie haben sich über Jahre hinweg gut integriert und jetzt haben sie die deutsche Staatsangehörigkeit als sozusagen Höhepunkt einer guten Integration erhalten. Und darauf sind wir einerseits für unser Land stolz und andererseits wollen wir damit auch ein Stück Respekt gegenüber diesen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekunden. Also ich bin sehr froh, dass wir haben so eine tolle Begrüßung heute. Man merkt, dass es unsere Leben ist eigentlich nicht egal und dass es, wir sind also wirklich willkommen. Die Menschen bekennen sich zu unserem Land und das Land bekennt sich zu den Menschen. Beides gehört untrennbar zusammen. Man hat einen Arbeitsplatz, man integriert sich, man steht zu den Werten einer Gesellschaft. Und ich glaube, dieses zu den Werten stehen ist das Besondere an dem Tag. Ja, und wir möchten natürlich auch auch ganz dazu gehören, indem wir auch jetzt deutsche Staatsbürger sind, vor allem bayerisch, wie der Hermann vorher gesagt hat. Stolz auf Bayern. Ja. Bayern, Traumland, wirtschaftlich gesehen Jobs ohne Ende, also man hat viele Möglichkeiten einfach. Ja, man ist schon ein bisschen stolz auf sich, man freut sich dabei zu sein auf jeden Fall. Jetzt kann man einfach mitwirken, wählen. Das hat mich immer geärgert. Weil in meinem eigenen Land wollte ich nicht wählen, weil ich fand einfach nicht richtig und hier konnte man nicht. Ich kenne mich besser in deutscher Politik aus als in meinem Heimatland, daher das ist jetzt, finde ich, besser. Ja, das ist auch logische für mich Entscheidung. Also ich bin schon seit 9 Jahren hier, ich habe hier einen Job, ich habe meine Freunde, fast meine Familie und deswegen habe ich mich entschieden, mich zu bewerben. Der Minister hat gerade gesagt, also Bayern ist reich und sexy. Also wir fühlen aus reich und sexy. Ich bin einfach nur stolz. Ja. Es fühlt sich gut an, wirklich ein wirklicher Bürger in Deutschland zu sein. Und mir gefällt es. Ich fühle mich gut. Es ist wie ein Geburtstag, wie ein neuer Geburtstag. Ja. Es ist wichtig, dass die Menschen wirklich gut in unsere Gesellschaft integriert sind. Und wenn man sie hier umschaut, erlebt man, das ist bei all denen, die heute da sind, auch wirklich voll der Fall. Thank you.